Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Wir sind mittlerweile richtig cool equipped. Hier gibt's noch eine Kiste. Entschuldigung, aber wir haben in der letzten Folge schon zwei Kisten hier in dem Gebiet gefunden. Und jetzt finden wir noch eine dritte. War zwar nur grüner Stuff, aber trotzdem. Wahnsinn, freut mich. Ja, wir sind mittlerweile richtig cool equipped. Wir haben ein geiles Sturmgewehr, was wir unser eigen nennen dürfen. Sind immer noch auf der Suche nach Seth, haben mitbekommen, dass er der erste Veränderte ist. Eine Munition sind wir voll. Den es hier auf Enoch gab. Und machen uns jetzt weiter auf die Suche nach ihm. Ich muss sagen, mit der Weltstufe geht es mittlerweile wirklich sehr, sehr lahm voran. Finde ich zumindest. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt schon auf der Stufe 6 sind. Ich meine, ich bin noch ein, zweimal gestorben. Vielleicht auch zwei, dreimal. Da verlieren wir natürlich immer ein bisschen was. Da drüben haben wir sowas wie ein Kopfgeld. Erstmal den nächsten Schnellreisepunkt markieren. Hier nochmal Sammelobjekt. Eingesteckt im Machtkampf. Und dann gucken wir mal, wir nehmen das natürlich gleich noch mit an. Na, das wird interessant. Ich sollte meine Fähigkeiten nutzen. Natürlich, warum nicht? Der Blutbaron ist gesucht. Ist die Frage, ist die Quest näher dran oder nicht? Wenn wir die erstmal weitermachen, ich bin mir nicht ganz sicher. So, hier haben wir Kopfgelder, Blutbaron Bane. Ich wollte aber eigentlich in die Missionskarte. Das müssen wir mal gucken. Wir sind aktuell. Mentor ist die Quest mit Seth. Und wo sind wir denn? Wir sind aktuell hier. Und wir müssen hier zum Kontrollturm. Der Blutbaron ist hier unten. Komm, dann machen wir erstmal schnell den Blutbaron. Scheint er hier gleich in der Nähe zu sein. Und dann machen wir weiter mit Seth. Komm, machen einen richtig coolen Jump. Mit Anlauf. Genau. Wir sehen auch abgespaced mittlerweile aus, ne? Wo ich die Hose echt hässlich finde. Aber ums Aussehen können wir uns später kümmern. Munition brauchen wir nicht. Ja, na, hier kommen sie ja schon. Ging ja fix. Ach, warum treffe ich den denn nicht? Jetzt aber. Der Blutbaron selber ist, glaube ich, noch nicht da. Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt hier schon kriegen oder ob wir erstmal das Gebiet bekämpfen müssen und dann im nächsten auf ihn treffen. Ja, wir machen halt mittlerweile, schaut mal sogar hier auf Fernkampf, relativ viel Schaden, ne? Wir haben halt einfach gar keine Chance mehr gegen uns. Aber nicht mehr lang, dann sind wir auf Feldstufe 7 und dann sieht der ganze Spaß sicherlich nochmal anders aus. Ne, trifft uns nicht. Warte mal, bis er hier ist. Na, er kommt leider nicht ganz vorgeprescht. Obwohl es ein Brecher ist. Ach, weil das hier gerade so geruckelt hat. Sonst wäre das safe im Headshot geworden. Ach, in dem Moment bewegt er sich, ne? Wie viel Pech kann man haben? Kriege ich den? Den kriege ich. Ich kriege ich auch noch. So. Jetzt klappt es ein bisschen besser mit Kopftreffern, wenn die in Deckung sind. Irgendwie die letzten Folgen nicht so richtig hingehauen. Au. Jetzt gibt es hier aber mal ein Scharfschützenduell. Gott, ist der klein. Und er bewegt sich. Aber ich war trotzdem schneller, auch mit zwei Fehlschüssen. Also werden wir doch erst im nächsten Gebiet auf ihn stoßen. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Eine Kiste. Es lohnt sich doch, das Rumgucken. 150 Schrott und eine Mark 4. Ja, an alle, die zugucken und das auch selber zocken, mich würde mal wirklich interessieren, vermisst ihr das Springen? Bei mir persönlich geht's tatsächlich so. Ich drücke andauernd so auf Leertaste. Jetzt hier im Let's Play nicht, aber wenn ich es im Multiplayer ohne Aufnahme spiele, dann kommt es doch mal vor, dass ich einfach gerne mal irgendwo lang springen würde.
Meinen Kumpels wiederum geht's nicht so, die sagen, nö, finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Man ist das so von Destiny gewöhnt, dass man einfach die ganze Zeit überall schön hinspringen kann. Aber jetzt haben sie sich aber wirklich auf Überraschungsmoment gesetzt. Ja, würde mich einfach mal interessieren. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn es jemand von euch selber spielt und hier zuguckt. Ja, unsere Deckung ist kaputt. Den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr anschießen. Der verbrennt. Ach, das war doch bloß ein Millimeter. Jetzt aber. Da ist aber noch einer. Der hat leider wieder nicht getroffen. Na. Klappt heute nicht ganz so, wie ich das möchte. Ich glaube, wir können ja auch den blauen Stuff generell verbessern. Wir können halt nicht noch wirklich große Fähigkeiten drauflegen, beziehungsweise halt nur eine Fähigkeit. Aber rein theoretisch könnten wir wahrscheinlich auch die Attribute von dem Scharfschützengewehr hier mal ein bisschen hochstocken. Aber ich glaube, ich warte dann doch lieber bis... Was macht denn er? Er schießt gegen die Wand. Bis wir da mal irgendwas Lilanes haben. Wäre mir, glaube ich, lieber so. So, du da unten. Ach, es ist einfach schön, wie diese Waffe reinbrettert. Wir geben ein bisschen mehr auf Nahkampf. Ach Mist, wir kommen ja gar nicht hoch. Aber Munition gab es zumindest hier hinten. Und wir könnten ihn damit treffen. Keine Ahnung, wo er sich versteckt hatte. So, was ist denn mit dir hier oben? Kommst du raus? Au. Ey, wo kommt denn ihr her? Jetzt wird mir das hier aber ein bisschen zu heiß. Das ist krass, ne? Selbst die Brecher, die gepanzert sind, wir pusten die einfach so weg. Ja, Fernkampf ist halt immer noch das Scharfschützengewehr klar im Vorteil. Der verbrennt weiter und du kriegst noch einen Headshot. Und dann haben wir es doch. Wie viele Gegner müssen wir denn alle abballern wegen einem Typen? Er hat anscheinend echt viele Freunde. Aber es soll uns ja auch nicht zu leicht machen und es ist alles Erfahrung. Da ist ja meine Zielperson. Hab dich. Ah, ich bin hier irgendwie ganz schön selbstbewusst nach oben gerannt. Hab mir nämlich gerade oben auf die Leiste geguckt. Bei EP und Weltstufe haben wir ja so ein kleines Stück. Ach, das ist schon der Blutbaron. Er kommt aber schnell vor. Ach Mist, ich dachte, wir können uns dahinter in Deckung begeben. So, wo bist du denn? Hier bist du. Wo kommt er jetzt lang? Kommt auch hier drüber gesprungen. Ah, schaut mal, selbst er. Klar, er hält ein bisschen mehr aus. Wäre auch komisch, wenn nicht. Oh, jetzt kriegen wir gerade echt heftigst Schaden. Deckung, Deckung, Deckung. Leben holen. Ach, hier drüben war noch einer. Okay, deswegen kam der Schaden zustande. Bam. Ach, shit. Sah gerade irgendwie so aus, als wäre er gestorben. War aber gar nicht der Fall. Ah, er hat sich nur gebeamt. Alles klar. Da haben wir ihn. Wir quatschen gleich mit dir. Bleib mal noch ein paar Minuten so in der Position. Die letzten beiden hier hinten noch weg und dann haben wir die Quest abgeschlossen. Ja, was ich sagen wollte, ich war ja gerade so ein bisschen überrascht, dass die Gegner kamen, weil ich habe oben auf die Leisten geguckt und wir sehen da ja dieses kleine Stück am Ende, was so aussieht wie, das kriegst du, hast du aber noch nicht. Es ist halt die Frage, ist das genau der Anteil, den wir verlieren, wenn wir sterben? Wo ich es bei der Weltstufe eigentlich mehr so in Erinnerung habe, dass wir da definitiv mal mehr verloren haben. Wir haben es aber auch im Multiplayer schon geschafft, dass es bei einer Quest zum Beispiel
überhaupt nicht machbar war, Weltstufe zu verlieren. Wir sind da mehrmals gestorben, weil wir es halt auf einer sehr hohen Weltstufe versucht haben. Und das eine extrem krasse Quest ist. Und da haben wir gar nichts verloren. Aber schaut mal, genau, jetzt haben wir es gekriegt, wenn wir alle ausgeschalten haben. Deswegen, so ganz verstehen tue ich das noch nicht. Ich guck mal, vielleicht google ich nochmal nach, was es damit genau auf sich hat. Warum man manchmal viel verliert, manchmal gar nichts. Kriegen wir nach raus, gebe ich euch in einer der nächsten Folgen mal Bescheid. So, dann müssen wir mit dem guten Bane vorne gleich noch quatschen. Wir hatten ja schon eine Kiste gefunden. Hier ist noch Muni, die nehmen wir auch noch mit. Ich glaube fast nicht, dass es noch eine Kiste gibt. Sind das Mörser oder was ist das? Hier lag noch was. Sieht erstmal nicht danach aus. So, wo bist du hin? Ich glaube hier vorne, ne? Da ist er. Wir lassen ihn jetzt einfach noch 20 Minuten so warten. Gibt nochmal einen Kopfschuss. Und dann können wir mit ihm quatschen. Das war ja mal unspektakulär. Das Ende deiner Geschichte hören wollen. Ich dachte, jetzt gibt's noch mal sowas wie verschon mich und ich habe das alles nur gemacht, weil keine Ahnung. Aber nö, gab's einfach nur einen Kopfschuss. Naja. Ja, was ich letzte Folge gar nicht erwähnt habe, es funktioniert mittlerweile mit dem Monitor. Ich hatte es ja in der letzten Folge mal wieder riskiert, meinen zweiten Monitor angesteckt zu lassen. Auf die Gefahr hinauf, dass das Spiel halt irgendwann zwischendurch einfach mal rüber wechselt. Aber nein, letzte Folge nicht passiert. Und in der Folge jetzt auch noch nicht. Entweder hat es wirklich was gebracht, das nochmal umzustellen. Es war zwar richtig eingestellt, aber ich habe es nochmal einmal auf den anderen Monitor und dann wieder auf den richtigen umgestellt in den Einstellungen. Oder es kam irgendwann ein kleines Patch, was den Spaß behoben hat. Kann beides sein. So, in Trenchtown sollen wir uns das auszahlen lassen. Wir machen jetzt aber nicht zurück nach Trenchtown, weil wir haben natürlich die Mentor-Quest noch. Und wenn wir einmal hier sind, wäre das natürlich ziemlich doof. Also geht's weiter hinter, aber dann passt es ja sogar. Weil dann sind wir nicht wirklich Umweg gelaufen. Na gut, wir sind hier. Naja, gut, doch. Ich glaube, wir waren von hier. Wir hätten dann wahrscheinlich direkt hier hochgekonnt. Aber naja, hat sich ja trotzdem gelohnt. Achso, wir sollen plus zur Schnellreise. So hat sich's doch nicht gelohnt. Naja, wenn es der kürzeste Weg ist, dann nehmen wir den natürlich. Da müssen wir hin. Hier können wir hinreisen. Ja, war jetzt nicht der weiteste Weg, aber naja. Die Schnellreise geht ja echt verdammt schnell. Also nutzen wir die natürlich auch. Seit wann denn auf Englisch? Er kann wohl kein Deutsch. Letztens hat man irgendwas Polnisches oder Russisches. In Trenchtown drin, glaube ich. Ich habe wieder die Lavageschosse verballert. Ja, ich weiß. Au, au, au. Wahnsinn, hat das abgezogen. Ja, Scharfschützenattacke hier. Ach, er wackelt so dolle. Nee. Ich weiß nicht, ob es an der Entfernung liegt oder weil wir gerade so viel rumgerannt sind. Will ich den irgendwie über hier? Nee, ne? Wäre natürlich richtig cool. Nee, keine Chance. Der andere versteckt sich komplett. Lassen den hier mal ganz kurz schießen, genau. Ach, so hat der nicht getroffen. Jetzt aber. So, hier auch nochmal kurz antäuschen. Passt. Au, 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 au. Mach doch nicht sowas mit mir. Der da oben weiß nicht, der hockt so lange dahinter. In der Hoffnung, dass ich sterbe, bevor er einen Schuss abgeben muss. Hier liegt noch Kiste. Von wo kam... wo kamst du denn her? Jetzt wieder von hier? Okay.
Die möchten uns irgendwie ein bisschen umzingeln, habe ich das Gefühl. Wo es schadentechnisch eigentlich auch okay ist und ich habe wieder nachgeladen. Ach, das ist irgendwie nicht meine Fähigkeit, obwohl ich die Fähigkeit sehr feiere. Schaffe ich es immer nur, ein Viertel davon zu nutzen. Ui, wo kommt ihr denn her? Und dann lohnt sich doch jetzt mal die Hitzewelle. Uah, es wären noch ein paar viele jetzt auf einmal. Ah, wir sind halt wirklich aktuell gerade ziemlich OP. Aber nicht mehr lange. Ihr seht's oben. Ich glaube spätestens nach den Gegnern hier. Sind wir Weltstufe 7? Ja, jetzt habe ich mir den Verbrennungseffekt noch geholt, aber jetzt hier so lange zu warten, macht auch keinen Spaß. Den erwischen wir auf jeden Fall nicht, während er in Deckung ist. Aber wir haben es immer noch nicht bekommen. Entweder, ja, es kommen noch Gegner und jetzt kommt wieder ein Captain. Wir haben wieder null Deckung, ne? Das sind halt nur die Gepanzerten, die sind eigentlich echt in Ordnung. Wo ich glaube, das macht mit Lava-Geschossen und Dings definitiv mehr Sinn. Ja. Schaut doch mal. Fast ein Magazin oder ein Magazin und der Typ ist zur Hälfte weg mit den Lava-Geschossen. Wir haben nicht mal... Ja, guck mal, wir gehen raus mit vollem Leben, obwohl ich ohne Deckung dastand. Einfach nur durch den Lebensentzug. So macht mir das definitiv Spaß. Aber es ist immer noch nicht fertig oben, der Balken. Entweder ist es doch was Zeitliches oder ich glaube doch eher, hier kommen noch Gegner. Müssen das mal ein bisschen beobachten. Hier kommen noch Gegner. Aber wo? Hier können sie nicht rüber? Okay. Fängt man gleich viel weniger an, Kopftreffer zu machen mit der Waffe, wenn die eh so viel abzieht. Jetzt sind wir Weltstufe 7. Aber der Balken ist trotzdem oben noch nicht fertig. Ne? Es könnte schon sein, dass wir wirklich genau nur das verlieren, was da oben so angezeigt wird, falls wir wipen. Dann aber auch jedes Mal wieder durchs Feuer, ne? Weiß nicht, was mit denen ist, ob die da oben hocken oder erst dahinter. Ich gucke hier nochmal ganz eben kurz. Aber es sieht nicht so aus. Aber sieht auf jeden Fall ziemlich cool hier aus. Ja, ist doch gut, dass wir es nochmal gesehen haben. Mal schauen, was der gute Sef zu sagen hat. Ich denke mal, wir müssten ja wahrscheinlich zeitnah mal bei ihm ankommen. Oder er ist schon weg und wir finden ihn nicht. Sondern bloß irgendeine Videobotschaft. Kann natürlich auch alles sein. Munition wäre früher oder später mal noch eine Variante. Aber an sich muss man sagen, hat uns das Spiel munitionstechnisch eigentlich nie groß enttäuscht. Es gab mal einen Moment oder so, wo wir mit den Pistolen kämpfen mussten. Aber ansonsten war es eigentlich sehr entspannt. Bin ich auch froh drüber. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nicht weiterkommt wegen fehlender Munition. Also wenn man nicht weiterkommt, weil man einfach noch zu schlecht ist und hochleveln muss oder man einfach noch nicht die passende Taktik gefunden hat für die Gegner, dann ist das alles in Ordnung. Aber wenn man stirbt, weil man einfach keine Muni mehr hat, da könnte ich mich immer aufregen, verstehst du? Jo, zum Öffnen gedrückt halten. Ich würde aber sagen, das machen wir dann mal in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.